Ach, dich hatte ich hier noch gar nicht erschossen. Ja, da musst du jetzt nochmal dran glauben. Tut mir leid, Freund. Wen hast du noch nicht erschossen? Den Typen, der rauskommt, wenn du zwischen das Auto gehst. Oh, und das große Medipack hatte ich mir auf dem Speicherstand anscheinend auch noch nicht geholt. Lara. Okay, gut. Ich habe dich dort nochmal retten können, Lara. Sie war gerade mit der Wand verschmolzen. Lara! Was tust du da? Oder vielmehr, was tust du eben nicht? Was tut sie denn nicht? Sie will nicht den erschießen, der hier beziehungsweise auf ihn zielt. Ah, yes. Ja, das kann sie gut. So, auf dem Dach steht ein Helikopter, aber was machen wir jetzt nicht? Und warum wechselt ihr dauernd die Kameraansicht? Also es wäre jetzt absolut nicht notwendig gewesen. Was? Damit ich den Angriff von dem Kerl, den ich nicht sehen kann, der Lara aus dem Hinterhalt erschießt, sobald du zwischen dem Auto da oft genug hin und her läufst. Ja. Super, Lara. Jetzt brennst du. Um den zu erschießen, habe ich ein großes Medipack verbraucht. Das, was ich vorher gefunden habe. Gut, aber dann sind wir beide wenigstens wieder auf dem gleichen Stand und stehen wieder hier rum. Ja, Sekunde, ich möchte noch. Was heißt Sekunde? Das klingt jetzt so, als würde ich jetzt darauf brennen, weiterzugehen. Das war der falsche Was Speicherstand. Der falsche? Ich habe gerade den falschen Speicherstand geladen. Und ich dachte, ich versuche jetzt auch noch, nachdem ich gerade gestorben bin, weil ich brannte, meinen Freund mit dem Auto hervorzulocken. Beziehungsweise ohne das Auto. Ja, ja, aber das Sekunde, das klang so, als wüsste ich, wo ich jetzt weitergehen muss. Das ist nicht der Fall. Nein. Ich wollte es nur noch mal für alles verständlich dargestellt haben. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und wenn wir so weitermachen, dann brauchen wir die Zeit bis zu unserer Jahrtausendwende auch noch auf, um hier durchzukommen. Entscheide dich, ob du jetzt so eine fix positionierte Kamera haben möchtest oder ob du eine dynamische Kamera haben möchtest. Wir können nicht beides in einem Spiel machen, Lara. Okay, anscheinend können wir das doch. Lara, nimm mal die Pistole. Er jetzt schon wieder. Naja, jetzt ist er mit einem Granatenwerfer unterwegs. Öfter mal was Neues. Aber mit Granatenwerfer vertreffen wir ja nichts. Richtig. Ich meine, es ist schon genial, wenn einer der gefährlichsten Gegner im Spiel, nämlich der Granatenwerfer Heini, einfach nicht kein bisschen gefährlich ist, weil der nicht trifft. Meine Waffe, da ist meine Waffe. So, und das speichere ich jetzt. Punkt. Und wir haben keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Richtig. Ich habe meine Komplettlösung noch geöffnet. Soll ich mal rüberschielen? Ich schiel mal rüber. Wir stehen in der Ecke. Gut. Guck mal nach der Ecke. Selbstschussanlage wartet auf. Entschuldigung.
Waffencode-Schlüssel. Folgt nun dem Gang links. In dem Gang über euch ist ein kaputtgefahrenes, brennendes Auto. Lauft zum Ende, rechts ein weiterer Spalt, weiter, bla bla bla. Waffencode-Schlüssel. Geht zu dem Gang geradeaus. Rechts seht ihr weitere Rohre, die Dampf auslassen an der Wand. Da dort ein tiefer Graben ist, müsst ihr euch an der Wand entlang hangeln. Tretet also an die linke Wand, springt hoch, haltet euch an der Kiste an der Kante fest, hangelt euch nach rechts, achtet aber unterwegs darauf, dass ihr nicht mit dem Dampf geratet. Ja. Also würde ich sowas hinkriegen. Hangelt euch am Ende um die Ecke, dort könnt ihr euch sicher fallen lassen. Erschießt den nächsten Soldaten, der euch attackiert, denn ihr könnt die Selbstschussanlage ignorieren, sammelt aber das große Medipack dahinter. Ein Lauf zum Jeep, um dort eine weitere Wache anzulocken. Beseitigt auch diese, tretet dann an die Motorhaube des Jeeps. Benutzt dort das Brecheisen, um das Druckventil herauszubrechen. Sammelt dieses ein, tretet dann in den rechten Gang und lauft zu der Kiste, sammelt ein weiteres großes Medipack ein. Ich hab das Druckventil, okay. Sekunde. Ja, nutzen wir. Also ich habe jetzt einen Verteiler für Spezialbenzin gebastelt. Ja, und jetzt haben wir unser Nitro oder so. Das ist das Nitro? Keine Ahnung. Also unser Weg zurück, den gebe ich uns auch noch eben. Kehrt zum Abgrund zurück. Und hangelt euch wieder auf die andere Seite. Lauft den Gang zurück und am Ende müsst ihr nach rechts hochklettern. Also ich muss mich erstmal wieder zurückhangeln. Ja. Klar, nicht leichter als das. Aus irgendwelchen mir nicht verständlichen Gründen hat das Druckventil des Autos die Dampfverteilung der Rohre beeinflusst. Ja, das habe ich gerade auch festgestellt. So, jetzt muss ich den Gang zurückrennen und dann... Lauf den Gang zurück und am Ende müsst ihr nach rechts hochklettern. Ach, Lara, könntest du jetzt bitte mal ein... Lara, deine Steuerung ist gerade wieder die Hölle. So, einfach drehen, nicht rückwärts springen. Meine Güte, Lara. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir die erste Selbstschussanlage hatten. Da bin ich jetzt auch reingekommen. Wo habe ich einen Librarian abgestellt? Ich ziemlich am Anfang. Also da, wo wir reingekommen sind. Librarian! Librarian! Hi, Librarian. Mami hat was für dich mitgebracht. Wo ist es? Lara. So ist brav. Genau. Montier's da dran. Nein, Lara. Du solltest nicht aufsteigen. So, Lara, jetzt genau wie ich es prophezeit habe, müssen wir erstmal wieder aus der Ecke rauskommen. Ich kann das Druckventil. Nein, ich werde es nicht mit dem Revolver. No. Kombiniert hatte ich es schon vorher. Librarian, haben wir jetzt genug Power, um Sprünge zu schaffen, oder? Librarian. Also so noch nicht. Vor allem, weil Librarian bei mir nur im Schneckentempo die Treppe hochfahren will, wenn ich nicht vorher irgendwie 500 Kilometer anlaufen will. Ist mir egal, ich gehe nochmal mein Leben halbwegs fair auffüllen. Würde ich auch tun, aber rat mal, in was Lara gerade drin hängt. In einer Ecke. Richtig. Wupp. Brillant, sie kommt nicht mehr raus.
jetzt kannst du aber auch mit dem Motorrad sprinten. Irgend sowas habe ich mir schon fast gedacht, aber ich muss erstmal aus dieser Ecke raus. Lara steigt nochmal ab. So. Das speichern wir. So, ein Ladebildschirm. Einmal wenden. Wieder in die Gräben zurück. Speichern. Also, wo bist du jetzt schon? In den Gräben. Du bist in den Gräben. Richtig. Ich will versuchen, den Einsprung in den Gräben zu schaffen. Was übrigens auch nicht sehr gut klappt, wenn Lara wieder gegen sämtliche Wände fährt. Weil man beim Sprinten mit dem Motorrad noch viel weniger steuern kann als vorher. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass sie beim Sprinten wirklich schneller geworden ist. Lara, würdest du bitte, oh, bitte... Ja. Ha, der Sprung ist so genau platziert, dass ich danach keine Ecke stehe. Öfter mal was Neues. Absteigen. Ach. Lara. 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 Lara, irgendwie war das nicht so ganz das Sprinten, was ich von dir haben wollte. Und wenn wir ehrlich sind und es nur halbwegs ansatzweise logisch zugehen sollte, ist mein Spezialbenzinverteiler. Ich mach den Sprung nochmal. Leer. Bevor ich auch nur irgendwie diesen Sprung geschafft habe. Richtig. Aber Logik habe ich in diesem Spiel ja längst aufgegeben. Ich meine, da kommen in Ägypten plötzlich riesige goldene Drachen aus dem Boden. Ich bitte dich. Na, das speichern wir, dass wir hier gelandet sind. Also ich bin schon mal die Leiter raufgeklettert und stehe da oben. Ich pack Librarian erst aus der Ecke raus. Nein, der steht in der Ecke gut. Librarian ist gerne in Ecken. Librarian ist ein Eckenkind. Oh ja. Ich meine, gut, ich habe jetzt natürlich Pech, wenn das, wenn die Tür, vor der Librarian gerade steht, aufgeht. Hm, huh, vielleicht soll ich Librarian da wegparken. Librarian. Bitte? Ich wäre jetzt aber auch oben. Nee, ich bin gerade wieder runtergesprungen. Ich muss Librarian da wegparken. Du hast da gerade ein gutes Argument gebracht. Oh, ich glaube, meine Brötchen sind aufgetaut. Das ist doch schon mal was Schönes. Ja. So, Librarian, jetzt stehst du zwar wieder voll in der Ecke, aber wenigstens könnte man die Tür hochgehen. Auf, die Tür aufgehen. Die Tür könnte aufgehen. Ich gehe die Leiter hoch. Ja, ich bin auch oben. Sekunde. Speichern. So, ich bin oben. Mhm. Gucken wir doch mal, was uns jetzt schon wieder für lustige Anladebildschirme. Ja. Klingt schon nicht lustig. Nein. Also, wo sind wir? Am Straßenbazar. Ich kann das Auto nicht nehmen, verdammt. Aber da liegt was hinter mir. Das klingt nicht gut. Ist hier Gewitter oder was soll das sein? Ich glaube, eine Schießerei eher. Ich hoffe, die Schießerei findet draußen statt. Lara, ich weiß nicht. Lara hat so einen Sammeltick, kann das sein? Für sowas hast du. Ich habe einen defekten Wagenheber mitgenommen. Also, ich habe eine Cutscene. Lassen Sie Ihre Waffe fallen. Ich noch nicht. Ich habe erstmal einen defekten Wagenheber mitgenommen. Jetzt habe ich die Cutscene. Das heißt eher einen schwarzen Bildschirm, Alter. Lassen Sie Ihre Waffe fallen, der Aziza schickt mich.
Ich muss durch diesen Kaninchenstall zurück zu Aziza und zwar mit beiden Beinen. Ich versuche mich zu verstecken, aber die kann ich umgehen. Ich Dinge, die ich in das Blut, das umgeklacht hätte. Unsere Leute sind schon alle tot. Ich komme wegen der Minenfrequenz. Ich muss durch diesen Kaninchenstall zurück zu Aziza und zwar mit beiden Beinen. Ich brauche die Sprengcodes. Mit Minen kann ich umgehen. Ich war dort über der Brücke. Nicht, dass es uns was gebracht hätte. Unsere Leute sind schon alle tot. Statt was Neues. Unbekanntes. Wo sind die anderen? Ich brauche die Sprengcodes. Ich weiß nicht, ob ich den Kasten so einfach wegwerfen würde. Diese Codes. Jetzt und schau hervor, wenn ich das in den Kopf habe oder was auch immer. Verschwinde die Codes? In seinem Kopf. Im Inneren des Wesens. Ich brauche diese Codes. Und ich suche seine Leiche. Lara, nimm's mit. Oder was auch immer. Aber weißt du, was ich glaube? Hier kommen wir gut weiter. Ich will vorbereitet sein. Für meinen Gott. Echt? Ich muss es erstmal aufheben. Was ist das? Gut, ich habe es mitgenommen. Warum glaubst du, dass wir hier gut weiterkommen? Weil die uns gerade sagte, wir müssten hier zu Azizi oder wie auch immer der Kerl hieß. Möglich. Und wir so bestimmt nicht wieder in die Stadt der Toten zurückkommen, wo wir doch eigentlich das Nitro für wollten. Richtig. Wollen ich hab wir versuchen, auch... ja. Hier wieder hochzukommen? Ich habe jetzt erstmal auf den roten Knopf gedrückt. Ich weiß, das sollte man nicht tun, aber dadurch ist eine Tür aufgegangen. Aber wir können gerne versuchen, wieder hochzukommen und zurückzufahren. Apropos, wo hast du den kaputten Wagenheber gefunden? Hinter dem blauen Auto. Na gut, ich bin erstmal zum Tisch gerannt und habe mir dann die Kurbel mitgenommen. Okay, hier dreht eine CD an, ob ich den Weg nach oben suche. Was für einen roten Knopf? Der riesige rote Knopf an der Wand? Aber ich bin nicht durch die Tür gegangen, ich bin durch eine andere Tür gegangen. Hier werde ich wieder erschossen. Wo wirst du wieder erschossen? Als ich durch die Tür gehe. Durch welche Tür bist du gegangen? Durch die, durch die wir reingekommen sind. Wieso bist du denn da durchgegangen? Weil ich den Gegner oben suche. Um wieder zu unserem Motorrad zu kommen. Naja, also ich hab nicht an die Stange dran gehängt, wo wir runtergekommen sind. Da kannst du dran springen. Ich hab ein extremes Problem damit, diese Höhen einzuschätzen. Das sieht für mich immer alles viel zu hoch aus. Kann man da dran springen? Von wo bin ich überhaupt gekommen? Ey! Ey? Ich drehe mich um, guck mich ein bisschen um, da kommt ja plötzlich so ganz gemächlich so ein Typ mit einem Granatenwerfer reinspaziert. Und trifft dich? Nö, ich habe mich nur total erschrocken. Also, wo muss ich hin, wenn ich wieder raus will? Wir sind diese Treppe runtergehangelt. Welche Treppe? Sekunde. Ich sehe keine Treppe. Du hast den roten Knopf gedrückt. Ja. Wenn du den im Rücken hast. Ja. Hast du rechts das blaue Auto? Ja. Und links so ein großes Tor. Ja. Und wenn du dann nach oben guckst, hast du da so eine Art Treppe... Leiter. Wenn du die Treppen... Die Leiter bitte nicht Treppen nennen würdest. Das verwirrt mich immer zutiefst. Ja, ich bin schuld. Weil ich die auch nicht runtergehangelt bin. Ich bin einfach runtergesprungen. Ja, ich bin runtergehangelt. Aber da kommst du dann wieder hoch. Ja, ich merk's. So, jetzt gehen wir Librarian abholen. Das hatte ich nämlich schon mal in der Aufnahmesitzung, habe ich dann entschieden beim Bearbeiten festgestellt, dass du die ganze Zeit sagtest, ja, dem muss die Treppe da lang und ich die ganze Zeit eine Treppe suchte. Oh, okay. Also, Librarian.
Ja, den muss ich erstmal aus der Ecke holen.